So, wunderschönen guten Abend, Herr Geetzer. Ja. Merken die Leute eigentlich von der Aufnahme, dass es Abend ist? Merkt man, ne? Die Wege sind ein bisschen dunkel, ja. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Herr Geetzer, ja. Wieder mal so ein Thema von Ihrem Heimatland. Da streiten sich ein paar Leute über ganz komische Gesetze. Wenn Sie das mal kurz mal erläutern, was da los ist. Ja, wir haben so ein paar Experten, die haben diesmal sogar einen Adler abgeschossen, nicht mal einen Vogel, die geben sich richtig Mühe in der Türkei. Die möchten, dass der Gebetsruf wieder auf Türkisch wird. Wie es mal war, von 32 bis 50, 1932 bis 1950, da hat man anstelle von Allahu Akbar hat man gesagt, Tanju Uludur, Tanju Uludur und so weiter. Und dann hat das der ehemalige Präsident Adnan Menderes wieder in die Originalversion, ne, umgeändert. Den haben die dann natürlich ein paar Jahre danach, nach dem Militärputsch, haben die den zu Tode verurteilt. Ne? Ja, aber es ist, ihr Türken seid ja immer so stolz auf eure türkischen Sachen. Warum wollt ihr dann in die ESA nicht mal auf Türkisch haben? Ja, weil das kein aufrichtiges Argument ist. Also die sagen, die möchten den Gebetsruf ganz gerne in der Muttersprache haben, weil die das Arabische nicht verstehen. Aber ich meine, der es verstehen möchte, der versteht das. Und das war ja mal 18 Jahre lang, war das ja mal auf Türkisch. Und da hat sich die Anzahl der Betenden nicht gehäuft oder ist nicht mehr geworden. Und es ist auch keine Gemeinde entstanden, die jetzt angefangen haben, wirklich auf Türkisch die Gebete zu verrichten. Es bleibt ja nicht nur bei dem Ersan, die möchten ja auch das Gebet, ja, das heißt, die wollen die Fatiha auf Türkisch lesen und so weiter und so fort. Ne? Die möchten ja dann alles auf Türkisch machen. Hätten sie ja machen können in den 90 Jahren, also in den ganzen 90 Jahren von der Türkei, 18 Jahre lang davon war der Gebetsruf ja sogar nur auf Türkisch. Das Arabisch war ja verboten. Wer es auf Arabisch gemacht hat, der wurde ja, den haben die ja verhaftet, den haben die eingesperrt, den hast du nie wieder gesehen. Die haben Gesetze rausgebracht wie Hut, du musst Hut tragen. Bis heute noch gültig übrigens. Ne? Das heißt, wenn du heute normalerweise, kann irgendjemand kommen und sagen, du trägst keinen Hut, die sperren dich ein. So, ne? Damals haben sie das Gesetz erlassen, dann haben die mal so schnell 500 Hüte aus Frankreich so geholt, die waren auch noch gebraucht. Ne? Weil die in der Türkei damals, die so modern sein wollten, hatten noch nicht mal eine Firma, die so Hüte produziert. Gebrauchte Hüte haben sie da. Und du musst sie tragen. Ne? Die lernen die ganzen englischen Lieder auswendig, diese ganzen Rap-Texte auswendig. Da war mal 50 Cent in der Türkei oder so. Elle Kurisch. Genau, Elle Kurisch war in der Türkei und dann, das haben die aber nicht über 50 Cent übersetzen sie nicht, ne? Und die haben seine Texte ganz laut gesungen, hieß in den Nachrichten, oder diese eine da, diese Lady Gaga, die war in der Türkei, da haben die auch gesagt, wow, so viele Leute haben den Text gewusst und das ja, da waren die stolz drauf. Ich dachte, in der Türkei können nicht so viele. Was wäre denn Lady Gaga auf Türkisch? Bayan Gaga. Ja, nicht Hanum Gaga? Nein, Bayan Gaga. Ja, dann bleiben wir mal bei Lady Gaga. Auf jeden Fall, Bayan Gaga war in der Türkei, die hat ein Konzert gemacht, haben die gesagt in den Nachrichten, und dann hätten wohl alle den Text so auswendig gewusst und hätten alle mitgesungen. Komischerweise, da sind die auf einmal nicht so unfähig. Ne? Das heißt ja immer so, ja, wir können kein Arabisch. Die machen ihr eigenes Volk zu Dummköpfen. So, ne? Weil kein Inder beschwert sich, kein Indonesier beschwert sich. Heißt Indonesier oder Indonesier? Ich glaube Indonesier. Er geht jetzt da weitermachen. So, oder und keiner aus Malaysia, kein Chinese, kein Bosnier, kein Albaner und so. Es sind immer nur die Türken, die Schwierigkeiten haben anscheinend damit mit der arabischen Sprache, aber irgendwie komischerweise nur mit Arabisch. Und es sind immer diejenigen, die nicht so religiös sind, die Schwierigkeiten haben. Das macht die ganze Sache so ein bisschen unglaubwürdig. Mir geht's da, ist das so schlimm, wenn es jetzt türkisch wäre? Warum muss es Arabisch sein? Das ist eine globale Angelegenheit, ne? Wenn du dir das Beispiel, die Medizin. Ne? Bei der Medizin, ne, sind die ganzen Knochen, die ganze Anatomie, die ganzen Organe, die ganzen Gefäße und all diese Zellen und alles ist auf Latein oder auf Griechisch, ne? Auf Altgriechisch. Ne? So, da kommt auch kein Arzt her und sagt, warum muss es auf Griechisch oder warum muss es auf Latein sein? Ich bin doch gar kein Griech oder was auch immer. Ne? Aber da kann ein Arzt in Australien ein Attest schreiben und dann kannst du damit nach Marokko gehen und in Marokko oder in Algerien, keine Ahnung wo, in Kongo, kann das ein Arzt, der Medizin studiert hat, der kann mit diesem Attest was anfangen. Das ist eine globale Angelegenheit. Und wenn der Ersan in einer Sprache ist, dann kannst du überall auf der Welt, weiß jeder, oh, das ist der Gebetsruf der Muslime, ich glaube, jetzt ist Gebetszeit, ich gehe jetzt mal beten. Und bei dem Gebet genauso, Ghayril Maghdubi alaihim waladdallin, sagen alle Muslime Amin. Wenn das jetzt auf Türkisch wäre, wer würde Amin sagen außer den Türken? Zumal diese Leute, die das verlangen, die beten gar nicht und die würden auch nicht beten. Verstehst du? Weil die könnten doch zu Hause auf Türkisch beten, wer hat die denn noch? Entschuldigen Sie bitte. Also die könnten doch zu Hause auf Türkisch beten, wer hat die denn daran gehindert? Ne? Der kann doch zu Hause auf Türkisch, also der betet ja so oder so nicht. Das ist immer interessant, Herr Geetzer. Ja, Herr Geetzer, wissen Sie, was wir mal machen? Wir machen das mal diesmal so, dass Sie sich mal zwei Themen aussuchen und die Zuschauer kommentieren dann unten
Und wer die meisten Kommentare schreibt, über welches Thema sie sprechen sollen, das Thema sprechen wir dann nächstes Mal an. Also ich schlage dir zwei Themen vor. Sie schlagen jetzt zwei Themen vor. Und die Zuschauer, die kommentieren dann, okay. Genau. Ich würde sagen, also Thema Nummer 1, Illuminati. Aha. Und sind Sie ein Illuminat, Herr Genzer? Sind Thema, Sie ein Illuminat? Thema Nummer 2 ist die Islamisierung Deutschlands. Die angebliche Islamisierung Deutschlands, genau. Angebliche Islamisierung. Das sehe ich ein bisschen anders, Herr Genzer. Das sehe ich ein bisschen anders. Das wären so meine Vorschläge, wenn ich das okay. mal sagen darf. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Ihr habt es gehört, wir machen das jetzt so, dass wer das unten kommentiert, die meisten Kommentare, das wird dann das nächste Mal angesprochen, von dem her geht es in meinem wunderschönen Studio. Ja, geht's, das war's auch schon, oder? Oder haben Sie noch was zu sagen? Nee. Ja, geht's, ach ja, genau, ich habe da eine tolle Fluggesellschaftennamen für Sie. Für Ihr Heimatland, okay. Für die Türkei. Und Sie wäre? Ja, das will ich mir aber auch patentieren lassen, nicht, dass Sie mir meine Idee klauen. Okay. Die Fluggesellschaft würde heißen Air Dogan. Air Dogan. Ja, Air wie Luft, verstehen Sie? Klingt ja wie Erdogan. So wie Air China und so Erdogan. Ja, das ist es ja. Wenn der das ja. So, das, darauf musste ich kommen. Da kam keiner von Ihnen drauf. Herr Gezer. Ja. Ich danke für Ihren Besuch. Vielen Dank. Dann schöne Rückfahrt, ne? Ja, ja, danke. Alles klar, ich danke vielmals. Machen Sie es gut. Ne? Ciao. Klingt doch bestimmt alles umsonst, ne? Nein, auf keinen Fall. Du schuldest mir noch einen Iron, Bruder. Bin dir noch einen Iron schuldig. So, und ich möchte den besten Burger haben, okay? Kriegst du. Allah? Den allerbesten. Ja, leider nicht mehr.